Yeah. Und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen außerplanmäßigen Stream-Day. Normalerweise ist für mich nur noch freitags, aber mir ist langweilig. Die Mietzes sind in Österreich und ja, wir starten mit einem Rando. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Nun wollen wir ja hier mal sachlich bleiben. So. Wir spielen Kirby. Wie süß. So. Wir schauen mal. Ich habe immer noch Defizite beim Inverted Rando. Bin frisch ausgeruht, ausgeschlafen. Kann ja rein theoretisch ja fast gar nichts mehr schief gehen. Ich sag mal, Start und los geht's. Kirby und das magische Triforce. Null. So, wie sieht's aus? Sky was ist Pendant. Swamp ist Green Pendant. Ich habe alle drei Pendants in der Dark World. Okay. Red Crystal ist IP. Ja, so ist das. Schauen wir mal direkt. Was auf der Bumper Cave liegt. Bin so klein, mich kann man ja nur übersehen. Nicht wahr? Yeld liegt da. Können Sie behalten. Ich stimme mich gleich ein in Skywoods. Au. Das war nicht so cool. Ich glaube fast nicht, dass hier was ist. Aber. Die Regeln bei einem Inverted sind ein little bit anders. So, du kannst dich mal bitte danken. Kirby ist unheimlich knuffig und wendig. Aber ich befürchte, wir werden da nicht glücklich. Nee. Ich werde nach Tiefstown gehen. Das schmeckt mir. Das schmeckt gut. Thank you.
Das ist so mies. So. Was sind wir, Meta Knight? Ja, dachte ich mir. Item 1. Und natürlich haben wir den Big Key schon. Klar. Thanks. Wir haben schon mal die zwei Bomben für die Hype Cave. Ah, das sollte nie sein. Och, komm, Mann, oh, Mann, nein. Ach, blöd. Hm. Machen wir erstmal die Hype Cave. Schmeckt mir nicht. Brand ist gut. Lampe. Schwert. Feuerstab. Okay. Guck mal, was der Junge so hat. Herzi. Sehr gut. Und leckeren Pfefferminztee. Na, klasse. Trotzdem wollen wir versuchen, ein bisschen Geld zu farmen. Thank you.
Goodie. Hin und her und hin und her. Die Kombination schmeckt mir nicht. Mir schmeckt die Kombination wirklich nicht. Hochschott. Ist geil, keine Frage. Aber gemessen an dem, was wir aktuell brauchen, Kacke. Auch nichts Gutes. Wir haben Go für Skywoods. Schmeckt mir aber nicht. Ich werde trotzdem rein müssen nochmal. Und dann, ich denke mal, nicht umsonst haben wir den Feuerstab bekommen. Die P ist mir einfach noch zu weit weg. Ja, danke. Naja, volles Herz. Werde ich nicht verwehren. Mann, hau ab da aus der Ecke. Okay. Soll wohl so sein. Ich hoffe, ich komme jetzt hier einigermaßen heile durch aus dieser Scheiße. Denn das ist ja echt Bullshit. Mhm.
komm jetzt! Fängt gut an, aber immer das Beste aus der Sache. Das ist mal wieder eine Konstellation, die ist so gar nicht geil. Box sich durch die Dungeons. Aber wir kriegen das hin. Kirby kriegt das hin. Das ist ein ganz mieser Start. Aber egal. Ach komm, haut ab und lass mich nicht schon wieder sterben. Alter. Danke. Ich habe ja so viel Leben. Na. Hi, mein Schatz. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Bist du wieder daheim? Danke für dein Hosting. Aktueller Stand, Käse. Hm, was soll ich jetzt damit? Ich hätte gern ein schönes Item. Was kriege ich, ein Pilz? Na gut, bringen wir die alte erstmal. Dann Skywards. Na, Mietz, vermiss dich. Bam, 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 bam. So. Sieht. Mann. Mann.
Boah, sind die stabil, die Viecher. Schön. Ich bin gerade tierisch begeistert. Bin so begeistert, dass ich kotzen möchte. warum nur? Ich ahne so Böses. Warum nicht ein bisschen früher? Hm? Ein bisschen früher wäre toll. Als ich den Feuerstab habe, na gut, ich käme jetzt ja ohne vor dem Feuerstab ja gar nicht an die Flippers. Und das ist wieder ein wirklich G von A nach B, dann nach D, dann nach F, dann nach G, dann nach Z, dann nach Y und dann nach P. Genug Geld für Tiki hätte ich. Werdest du überleben, dahin zu kommen, ist das andere. Ich sag nein. Das ist so wieder ein Bullshit-Seed. Nee, da schwimme ich lieber nochmal frisch hin ab. Frische Energie. Geil. Es ist so eigentlich, lass dich nicht in die Lichtwelt zieht, würde ich jetzt mal so interpretieren. Ich meine, hey, wozu habe ich den Bogen bekommen, ne? So voll.
Das muss man ja auch mal überlegen. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze. Genau. Ich hätte fast Kiki verloren. Ah, schön, Marcash-Style-Tee. Hab ich mal verdient. Ich habe heute schon zwei Ladungen Wäsche gewaschen. Danke für Geld. The Book of Modura ist in den verlorenen Wäldern. Okay, gut zu wissen. Ja, aber weiter komme ich nicht, Jungs. Gut, okay, ich habe jetzt genug Schlüssel. Das muss ich da zurücklatschen. Er wollte ein Tänzchen. Hast du gesehen? Ich habe alle drei Pendants in der Dark World. Ja.
Also wenn jetzt hier nicht bald was passiert, dann kriege ich einen Schreikrampf. Was soll ich mit so einem dummen Netz? Hab doch Internet. Oh, ich hab ganz schlechtes Gefühl bei diesem Seed. POD war der letzte Rotz. Warum kriege ich immer diese Dinger mit Ice Palace? Ha? Warum kriege ich die immer? Warum kriegst du die nicht? Böser Seed. Okay.
Ich werde jetzt hier aber so lange weitermachen, wie ich weitermachen kann. Denn... ja. Zeit ist eh im Arsch. Sag ich, wie es ist. Hat sich das Weitermachen ja schon mal gelohnt. Ich rieche Nagasid. Ganz ekelhafter Gestank. So, letzter Item. Na gut. Schauen wir mal. Wer will jetzt in Ruhe mal einen Tee trinken? So, dann komm schon, alter Mann. Aber mich ja nicht aufessen.
Silvers. Bombos. The Flippers in Skywood. Dankeschön. Aber ich kann schon mal die Hookshot Cave checken, vollständig. Super Bunny. Vor einer Stunde komme ich hier nicht raus. Nicht heute. Nächstes Mal nehme ich die Flasche. Da fehlen mir wieder die besagten zwei Herzen, um da durchzukommen. Du hast den Spoiler vor der Nase, du freust dich schon wieder wie ein Keks. Warum sehe ich jetzt schon wieder dieses breite Grinsen im Gesicht? Oh nein, warum gehe ich da jetzt rein, ich Depp? Ach, ich komme noch da nicht weg. Ach komm. Ich baue nur Mist. Fünfundvierzig Minuten für fast Nullo. Gut, ich habe zwei, drei tolle Sachen. Aber es kann natürlich sein, ich habe den Pilz bekommen. Es kann natürlich sein, dass die Hexe für mich vielleicht die Pearl hat. Das wäre möglich. Das will ich jetzt mal nicht ausschließen. Das war es mir als einfach wert. Hi, Kaiser Gamer. Jo, warum nicht? Das ist Vanilla Cave oder was? Au. Ach, die Pearl. Bitte noch ein Hammer. Dann wäre ich wunschlos glücklich.
Warum eigentlich nicht? Genau, Hammer oder Titans. Aber ich werde Ager machen müssen. Alles andere kommt mir jetzt nicht mehr in Frage. Was brauche ich für TR? Ah, Bombos. Ja. Kann ich nicht viel machen. So, gut. Dann soll dem so sein. Wenn wir uns Ager stellen. Kirby ist auch cool. Ich mach jetzt fucking Ager. Und dann leck mich am Popo. Oh. Nur noch knapp eine Stunde gebraucht, bis raus aus der Dark World. Freude schöner. Was? Gestern? Dann zieht die letzte Location, die mir übrig geblieben ist. Die Schaufel. Ja, das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Aber ich habe heute wieder einen Kackseed erwischt. Na, das ist doch mies. Oh ja, deine Perle in MM. Alter Schwede. Hast du ihm auch dezent abgekotzt. The Lamp is in POD. Ja. Stimmt nicht. Ich freue mich, wenn ich eigentlich aus dieser fucking Dark World rauskomme.
Ja. Lass es ein schneller Ager werden. Andersrum habe ich dann einen coolen Shortcut in die Lichtwelt. Ah, das hätte ich mir natürlich denken können jetzt in dem Moment. Wo war ich jetzt gerade mit den Gedanken? Na Gott sei Dank. Oh ja. Da gingen sämtliche Lichtlein auf. Ja. Die war eine Hookshot. Und moin moin. Wahrscheinlich, dann lag ich mich halb tot. Aber ehrlich, ich hatte keinen Bock mehr zurück zu latschen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Fix Agar zu machen. Ja, das sowieso. Jetzt habe ich aber so ziemlich den letzten Rotz rausgeholt, ne? Danke. Auf dem Tisch stehen noch welche.
Ich glaube, du hast noch zu wenig Coins, mein Lieber. Wie ist es großzügig? Nehmen wir es mit, damit es in der Logik ist. Hübsche Ausbeute, gefällt mir. So viel weggeklickt, egal. Ice walk. Ja, bei mir ist alles super. Und bei dir? Na, hätte ich mich mit Catfish angeschissen.
Ach du Scheiße. Kirby und Bro. Was meint ihr? Top oder Flop? Nicht immer. Also ich habe durchaus schon oft auch Gutes von Sora bekommen. Zum Beispiel eine Pearl. Gut, das ist scheiße. Oh ja. Gut, dann wollen wir mal nach Kakariko. Alter, ist das Schwert aus Papier oder was? Ihr seht schon, ihr kommt alle so ein bisschen aus der Randomizer-Szene. Finde ich cool, bei mir gibt's das regelmäßig. Auch beim guten Böhm. Ah, Ausrufezeichen Coins. All in. Viel Glück. Mudora. Schön, schön. Red Pendant. Und Moinschitten. Oder wie will... Und Swag, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen beim Retroman und seiner Truppe. Herzlich willkommen! Und auch dir, Kaiser Gamer, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! Blueberries. Zu blau wie Kirby. So, den werde ich auch mal rausnehmen. Zack. Und zurück nochmal vielen Dank für dein Follow. Interessant. Zweimal gefollowt. Ah, doppelt hält besser, ne? Thank you.
Ist normalerweise nicht meine Standardtour, aber wenn ich schon das Buch habe, dann checke ich gerne Pedestal, alleine schon aus schlechten Erfahrungen, die ich hatte. Butter, yeah! Habt ihr schon gefrühstückt? Blueberries. Mittagessen ist geil. Und der Händler hat gerade eine Plus-Minus-Null-Rechnung gemacht. Lul. Schmier, Schmier, Kleister, Beleg, Schmier, 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 falte zusammen, packe ein, Tüte ein und mach Döner draus. Ich hoffe, es schmeckt. Das ist so ein kleiner Insider zum Thema Butter Sort, ne? Wisst Bescheid. Gerne. Nach meiner Südtirol-Tour werde ich auf jeden Fall im EP gehen. Auch gleich mal den Schmied mit erledigen. Aber in dem Falle außer Spesen nichts gewesen. Jetzt noch der Hammer, wäre wunderschön. Obwohl Swamp ja eh nur grün pendant ist. Trotz alledem, wäre es schön. Ja, das nehme ich doch gerne mit. Schöne Schildgelle. Schön Schild. Man sieht Kirby fast gar nicht mehr. Wir könnten direkt mal schauen, ob wir nicht vielleicht schon... Was meint ihr? DP Bootslocked?
Hi, Speedy. Nicht lockt. Schwein gehabt. Okay, das war jetzt mit dem Spiegel absoluter Humbug, aber egal. Arsch.
Gut, schön, haben wir es erledigt. Ich habe einfach wieder viel zu lange aus der Dark World gebraucht. Ach, wo ich gerade in der Wüste war, hätte ich auch gleich... Naja, egal. Da ist der Hammer. Die ist ja mal der Hammer. Danke für die Blaubeeren. Ich freue mich jedes Mal drüber. Ah, kein bisschen Sarkasmus dran. Kein bisschen. So, noch schnell Eishöhle. Und dann geht's zu EP. Machen wir das Ding zu. Ich weiß, mein Routing ist eine Katastrophe, aber... Tja, ist halt so. Na, kein Meister von mir gefallen. Mir würde natürlich die Ocarina schmecken. So richtig yummy. Was will ich hier eigentlich? Hier oben ist der Eingang. Basti, konzentrier dich. Thank you.
Kabel. Geld. Und Blaubeeren. Nee, alter Mann. Das zum Dank. Was mache ich da? Piepen. Haben oder nicht haben? Was Scharfes ist ein Eispalast. Ist in Ordnung. Geht klar. Ossi hat das Item, na 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 na. Ja, Kirby und hi, Demon. Kirby hat nur einen roten Anzug an.
Demonline. Du. Na, mehr sag ich nicht. Das klingt irgendwie verletzend. Du willst nicht wissen, was ich sagen wollte. Alles gut. Oh, das war aber nur wirklich eine Cave of Love. Ja, warum nicht gleich noch mehr volle Herzen? Dann hat sich der Ausflug in diese scheiß Höhle so richtig gelohnt. Ei. Ja doch, war nicht schlecht. Aber Sumaria wäre mir lieber. Un Millimetro. Schnapp mir den Kakao und trink ihn genüsslich. Hast du nur einen hingestellt? Edge. Oh ja. Na toll.
Wie ist er sonst so scheiße, oder? Erst Container, Big Chest, Swamp. Na, freiwillig gehe ich nicht ins Swamp. Na toll, ich krieg bloß den Standard-Kakao. Voll fies. Käse? Kernes auf Hyrule habe ich jetzt. Das will ich jetzt auf jeden Fall auch mal demnächst angehen. Mit euch. Jetzt bestraf mich noch und jetzt machen wir bitte noch ein bisschen Sahne in meinen Kakao. Danke. Das klingt überhaupt nicht ironisch, mein Lieber. Dankeschön. Lollies. Ah, ich mich falsch ausgezählt. Mal wieder.
immer in die Boots. So ist das nämlich hier ein Kinderstecken. Bäh. So, gut. Auf der Ledge war nur Mist. Also hier war nur Mist. Ich habe noch die Something Sharp. Ein Unique Item ist im Mimic Cave. Ich werde noch schnell die Mimic Cave checken und dann hauen wir ja. Dann machen wir uns weiter an Dungeons. Werde ich mich jetzt mal dann TT und Skywoods. Ne, Skywoods nicht. TT werde ich zu Ende machen. IP möchte ich eigentlich noch gar nicht machen. Aber ich werde es trotzdem machen. Allerdings TT hier auf diesem Wege noch mustern. René, ich danke dir für dein Hosting. Grüße dich, mein Lieber. Wie geht es dir? Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Und hallo an seine Zuschauer. Hallo an deine Zuschauer. Aloha. Na, ist gut. Schmutz. Ich habe ja nicht mal Big Key, also bringt uns das hier rein theoretisch gar nichts. So, ich werde mich jetzt hier verpieseln. Achso.
Aktivieren sollte ich es ja vorher auch noch. Werde ich mal Schätzchen mal aufs Maulchen hauen. So, Schatzi ist auch tot. Flöte aktivieren. Dippen. Obwohl, nee. Ich werde jetzt erstmal... sowieso erstmal die Flöte aktivieren. Das ist... Es ist schon doof, dass es in der Dark World keinen Flutspot gibt, wo man die auch aktivieren kann. Es würde Sinn machen, wäre der Flutspot in der Dark World. Thank you.
Ice Palace. Ice Palace war 0? Jo. Wollte noch ein bisschen Stuff mitnehmen. Ich hab nicht mal Big Key, ne? Genau, da bin ich nicht weitergegangen, weil es sowieso keinen Sinn macht ohne Hammer. Wie nur ein Small Key. Ach. Okay, das Ding ist locked. Schön. Sumaria locked. Gut, dann. Thank you.
Alles steht und fällt mal wieder mit dem Somaria-Stab. Yeah. So. Zwei Items. Wie gestern. Oh ja. Da krieg ich gleich wirklich einen da. Da geht mir gleich richtig einer ab, mein Lieber. Im Anschluss gibt es dann Super Mario Maker 2. Yo, hi Lycra, grüße dich. Lemmy.
Ich wusste nicht, ob er nochmal schießt. Dankeschön. Ging mir ganz schön am Arsch gerade mit meinem Leben. Er war in Mörserimaya. Na, gehört schon. Klingt auch sehr interessant. Aber ich kann mir nichts darunter vorstellen. Okay, interessant. Hast du da mal einen Link für mich, den du mir per Discord schicken kannst? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Was funktioniert und was passiert und was man tun muss. Ah, das! Ja, drei Leute zusammenkriegen ist nicht das Problem. Dazu müsste ich erstmal Kisern mit ihm gemacht haben. War das nicht das? Ich finde ein Schwert und es gehört jemand anderes? Gibt's dafür kein Tutorial? Wird auf jeden Fall über Lua gehen.
Aber es geht, wie gesagt, doch nichts. Dankeschön, Lycra. Es geht ja nichts über das Original. Ne? Ja, gut. Das ist das kleinste Problem. Ja, logisch, die müssen ja mit dir als Server connecten. So. Na, ich aber in Kürze jetzt Turtle Rock abschießen werde. Stimmt doch dafür ab. In wie vielen Truhen, in der wievielten Truhe wird in Ganon's Tower der große Schlüssel sein. Ausrufezeichen Chest, 1 freilassen und die Zahl dahinter. Könnt ihr abstimmen und wer genau getroffen hat, kann dann natürlich dann entscheiden für die nächste Mendo, als was ich spielen soll. Die gute Miets hat schon ein Gut. Bin gespannt, wer von euch das Rennen macht. Tippset fleißig euer Voting. Also auf gut Deutsch ist es bloß eine Frage der Zeit, bis ich hier raus bin. Wird doch nicht besonders lange dauern. Sobald ich Ganon's Tower betreten habe, schließe ich die Eingabe und überlasse euch eurem Schicksal. Danke dir, mein Schatz. Ah, ich werde noch Magic erfüllen. Ja, das muss ich noch üben. ich habe ja gar keine Titans. Scheiß. Ich wollte schon chillig, wisst ihr? Ich wollte schon chillig über die Hybrid jetzt reingehen und den Boss kalt machen. Aber ich habe gar keine Titans. Das ist scheiße. Ich müsste erst eine Gründung wegmachen. Okay. Na toll. Basti spielt mit Steinchen.
Mal wieder ein Seed ohne Titans. Ah. Ja, ich hatte schon oft gesehen, aber es haperte immer noch an der Umsetzung. Also, okay. So nicht. Hi Patrick, grüße dich. So dann, mit Ausrufezeichen Chest 1 freilassen und eine Zahl könnt ihr eine Zahl zwischen 1 und 22 tippen. In der wievielten Truhe befindet sich der große Schlüssel. Ich werde mich jetzt nun auf dem schnellsten Wege dorthin begeben. Und werde sehen, dass ich das Game sobald als möglich abschieße. Sobald ich Ganons Turm betreten habe, tja, habt ihr keine Möglichkeit mehr, Zeit zu nehmen. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und wird nicht finanziert. Falsche Richtung.
Na, bin ich mal gespannt. Die Miets schnuppert eh wieder. Tyrone. Vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Demon ist noch im Rennen. Schön. Damit ist Demon raus. Sorry. So, es war Nummer 13. Schatz, du hast gewonnen. Gratuliere. Aber auf den Punkt. Du kannst dir beim nächsten Mal zum nächsten Seed wünschen, als was ich laufen soll. Ich bereue es jetzt schon. Ja, du hast ja schon zweimal gut.
Und Casino XWG, ich danke dir für den Follow und herzlich willkommen beim Retroman und seiner Truppe. Schön, dass du da bist. Ja. Dass ich da eben gerade nicht runtergefallen bin, grenzt da an ein Wunder. Danke. Nee, war knapp. Hat nur gereicht. Ich dachte, ich müsste das nochmal neu machen. I'm Mystery Grinder. Ich wollte nochmal demonstrieren, was passiert, wenn man da runterfällt, ne? Vorzugsweise in meinen 2,5 Stunden. Oh Mann.
Boss! Und die Sau ist tot. Nice. Unter 2,25. Cool Seed, right? Ja, war cool. Hui. Lass mal wieder. So. Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Aber wir sind da noch nicht durch mit dem Stream. Gibt ja noch ein bisschen was. So. Ja, das glaube ich dir. Und ich vermisse dich. So ist es nicht. Aber du bist ja bald wieder hier, denke ich. Ja, war auf jeden Fall Spaß mit dem Seed. Und wer möchte, jetzt gibt es dann gleich ein kleines Päuschen und dann gibt es Super Mario Maker 2. Na 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 na. Ich bin mal kurz weg, bin gleich wieder da.
Da ist er wieder. Und WB Lycra ist ja noch nicht zu Ende heute. Jetzt im Anschluss gibt es ja noch Super Mario Maker 2. Dein Gold, genau. Ich möchte doch gerne mal meine Level demonstrieren, mal zeigen. Jo, warum eigentlich nicht? Und dann machen wir mal einen Easy Endless Modus und dann schauen wir mal, was für ein Blödsinn produziert wird an Schrottlevel. Und du, meine Mietz. Aber ich sag mal, Achtung Spoiler, ne? Also wenn ich euch jetzt meine Level zeige. Na, Achtung Spoiler. Aber sie sehen und selber zocken, sind ja sowieso zwei Paar Schuhe, ne? Na, das ist doch mal okay, oder? Die Statistik, das passt doch.